Ich brauche eigentlich kein Mikro. Ich bin verkabelt, das ist mir lieber. Ich muss auch was mit den Händen nachher noch machen. Ja, es ist mir eine Ehre, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin schon 10 Jahre kein aktiver Ranger mehr. Ich war auch nicht Bundesleiter, sondern Bundeswart. Aber egal, schon 35 Jahre her. Aber Ranger ist eigentlich unabhängig von der Kluft. Ja, das ist egal. Wenn Jesus, wie wir jetzt auch im Lobpreis gesungen haben, dann sind wir alle Nachfolger von Jesus, dem König aller Könige, Royal heißt er, königliche Nachfolger, Ranger, Diener, ist halt auf Englisch übersetzt. Wir haben halt eine Kluft. Es geht auch ohne Kluft. Ich war erst vor ein paar Wochen mal hier, als ihr einen Einsegnungsgottesdienst hattet. Das war eigentlich auch schon ganz cool. Das ist eine schöne Gemeinde. Also wirklich, ich bin aus dem Skala in Schorndorf, Volksmission. Und ich war aber vor 14 Jahren schon hier an der Stelle gestanden. Ich weiß nicht, wer war da schon hier? Vor 14 Jahren haben wir nämlich 11-jähriges Ranger-Jubiläum gefeiert. Ihr seid als Stamm 111. Ihr habt nicht 10, sondern 11 Jahre gefeiert. War eine kreative Lösung. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, war für mich sehr spannend dieser Tag. Ich hatte nämlich ein kleines Balsaholzflugzeug gebaut, selber, mit dem ich ja bei Vater-Sohn-Projekten dann so teammäßig gearbeitet habe. Und ich habe über dieses Flugzeug gesprochen, das Hans-Flugzeug, dass es gescheit austariert sein muss und dass Väter und Söhne der Generationen zusammenarbeiten und so weiter. Und dann ganz zum Schluss geschah noch das Unglaubliche. Ich habe nämlich dann das Flugzeug von hier, ihr habt es nicht geglaubt, über die Köpfe der Leute nach hinten fliegen lassen. Original. Ja, und das Flugzeug ist kerzengerade nach hinten geflogen und hinten, ganz hinten gelandet, da beim Gang irgendwo. Das würde ich nicht mehr machen heute. Deswegen habe ich jetzt ein anderes Fluggerät mitgebracht, sogar drei. Aber keine ferngesteuerte Drohne, auch kein Mini-Hubschrauber. Aber ich bin jetzt mal bei diesem Ding geblieben, wenn wir vor 11 Jahren. Aber ihr müsst keine Angst haben, ich schieße heute nicht einen Pfeil knapp über eure Köpfe. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu riskant. So gut bin ich auch nicht im Pfeil und Bogen. Also sind die Fluggeräte von heute. Und sie wurden auch vorher. Witzigerweise, ich habe die Bibelstelle eigentlich zum Einstieg gehabt, die muss ich schon nicht mehr lesen, weil die Schwester Beate hat es schon gelesen, ja, dass Kinder eine Gabe des Herrn sind. Und dann steht da im Psalm 127, wie Pfeile in der Hand eines Starken, so geraten die jungen Knaben, und wohl dem, der seinen Köcher voll hat. Beate, du hattest 3 im Köcher. Wo bist du? Immer noch 3. Immer noch 3. Ja, ich habe 5 im Köcher, 5 Pfeile. Und es ist tatsächlich so. Das sind Schätze. Gell? Die sind uns anbefohlen und wir machen das Beste draus. Wir können sie prägen. Und irgendwann, wie auch dieses Flugzeug wie damals oder wie auch diese Pfeile, werden sie selbstständig, werden auf die Bahn geschickt und fliegen. Ja, vor 25 Jahren war ich auch schon mal hier, da habe ich eure Rancherarbeit vorgestellt, also Allensteig eigentlich soweit mitbekommen vom Start her. Und ich war schon gestern sehr berührt, als ihr da auf eurem Platz den Platz eingeweiht habt mit den Anbauten und das so wie ein großer Segen ausgesehen hat. Ihr seid echt eine gesegnete Gemeinde. Das merkt man auch, dass irgendwie alles ist von Lobpreis umgeben. Das ist mir aufgefallen, also das fällt mir immer wieder auf. Es war früher schon so, Allensteig war bekannt für guten Spirit, ja, guten Lobpreis. Und auch habt ihr immer wieder Pfeile von eurer Gemeinde hinausgeschickt ins Land. Also Leute auch losgelassen und entsendet. Und ich glaube das auch, weil ich meine, so groß ist euer Hinterland nicht, ihr seid keine Studentenstadt und so, sondern man kommt irgendwie hierher, gell, um hier eine Weile zu sein und vielleicht dann wieder wie ein Pfeil irgendwo hin verschossen zu werden. Das ist, glaube ich, ein bisschen typisch für euch. Ihr seid so eine pfeilversendende Gemeinde. Ja, wie bin ich jetzt auf diese Pfeile da gekommen? Ganz einfach. Auf dem T-Shirt zum Beispiel hier sind 3 Pfeile drauf.
Ja, 111, das sind einfach drei Pfeile. Ja, das ist das Element, das Symbol. Drei Einser, man hätte jetzt auch sagen können, drei Stöcke. Ja, ich bringe drei Stöcke mit, damit ihr auch in Zukunft noch wandern könnt. Das wäre aber ein schlechtes Zeichen gewesen. Das würde ja bedeuten, dass die Kraft so allmählich nachlässt und ihr jetzt noch einen Stock als Hilfe bräuchte. Nein, ich möchte euch neue Kraft von dem Herrn zusprechen. Und ich glaube auch, dass er das vorhat. Ja, er ist immer frisch in seiner Kraft. Das sind aber drei Pfeile, die sind sorgfältig herausgesucht. Das sind traditionelle Pfeile, nennen sich traditionell. Es gibt ja auch Carbonpfeile und so weiter, Aluminiumpfeile. Diese hier sind aus langsam gewachsener nordischer Kiefer, der Schaft. Und ich habe den Pfeil rausgesucht, weil mir das aufs Herz gelegt worden ist für euch als Thema. Schlicht bleiben in dem, was wir tun und in dem, was wir verkündigen. Einfaches und schlichtes Leben, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt des Pfadfindergedankes. Und es, auch unser Leben als Nachfolger von Jesus, ist eigentlich durch einen schlichten Anfang geprägt. Jesus sagt, folge mir nach. Das sind so ein paar Worte. Und dann geht es los, das Leben. Und ein Pfeil ist wirklich, also im Vergleich zu einem Hubschrauber oder einer Drohne, ist was Schlichtes. Ja? Schlicht und nachvollziehbar, klare Ausrichtung. Es hat einen Schaft, eine Spitze, eine Befiederung und hier das Hintere heißt Nock, Nocke, ist die Nocke. Es hat vier Elemente. Und ich finde es auch ein schöner Pfeil. Und wenn wir so unterwegs sind, als Nachfolger von Jesus, am Anfang ist es noch einfach, das Ziel ist klar. Ja, wir folgen Jesus nach, wir haben das Wort Gottes, das richtet uns aus. Pfeil ist ja auch gerade, wie ihr seht, ganz gerade, nicht krumm. Einen Arzt brauchen wir, aber ich habe keinen Pfeil verschossen. Ja, Gott segne den Kranken da hinten. Man macht weiter. Und im Laufe des Lebens wird es manchmal komplizierter. Wir haben einen relativ klaren und einfachen Anfang und auch irgendwie unser Leben wird mit Kompromissen angefüllt. Wir machen dies und jenes. Wir denken immer, es muss noch was dazu, das muss auch noch dazu, jenes noch dazu. Und irgendwann ist es kompliziert. Geht es euch manchmal auch so? Dass es nicht mehr ganz so einfach ist, wie es mal war. Auch in den Beziehungen. Es geht langsam los, ich liebe dich. Nachher, irgendwann wird es kompliziert. Ich liebe meine Frau heute noch. Das ist ganz okay. Ich habe auch schon mit ihr telefoniert. Heute Morgen, Lob und Dank. Und es ist sehr gut, ich will jetzt euch nicht abhalten, dass ihr Beziehungen eingeht. Ja, wenn wir sie mit Jesus machen, bleiben sie, können sie auch klar bleiben. Aber hin und wieder müssen wir Ballast abwerfen und alles, was eigentlich so ein bisschen unnötiger Firlefanz ist, sowohl in unserem persönlichen Leben als auch in der Ranger-Arbeit und auch selbst wahrscheinlich in der ganzen Gemeinde, geht es doch auch ein bisschen darum, immer wieder auf die klaren ursprünglichen Anfänge zurückzukommen. Und ich habe jetzt drei farbige Pfeile mitgebracht. Die drei Farben, das sagt euch vielleicht schon was, gelb, blau und rot, ja, oder gold, sind blau und gelb, haben wir hier schon, aber nein, das sind die drei Farben, die in unserem Royal Ranger Stern drin sind. Ja, und das sind nämlich genau die 16 Zacken. Wir haben vier rote Zacken, vier goldene, oder bei mir sind die ja, gelb, waren die vielleicht mal, und acht blaue Zacken. Und das ist die Ausrichtung der Ranger, die vier Grundwahrheiten, die vier Wachstumsbereiche, also die Grundwahrheiten, die zitiere ich nochmal, weil das ist unsere Basis. Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist und Jesus kommt bald wieder. Das sind die vier klassischen missionarischen Elemente, die in der Rangerarbeit drin sind. Also wir haben eine klare Ausrichtung. Und das Ganze wird noch reduziert durch die sogenannte goldene Regel. Also das ist eigentlich sehr einfach.
Was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Das ist die goldene Regel und wir versprechen als Ranger, dass wir das zu unserem täglichen Leitspruch machen. Mit Gottes Hilfe, was ganz gut ist, weil aus der eigenen Kraft ist schwierig. Und es hört sich einfach an, ist aber nicht ganz einfach. Alles, was ihr für euch von den Menschen macht, das tut ihnen auch. Aber es ist schlicht der Gedanke und er bedeutet auch ganz klar eine Charakterschulung, eine fortwährende Charakterschulung. Also für mich, ich habe mit dem Ausziehen des Rentschenhemds dieses nicht verlassen, sondern wir sind auf dem Wachstumspfad geblieben. Und für mich ist es eines der besten Elemente von Royal Ranger, dass wir nicht bloß reden, sondern dass wir auch tun, dass wir zusammen leben. Und wenn wir das, was wir so sagen, was wir tun wollen, in unseren Taten, in unserem Zusammenleben, zusammen ausleben, dann merken wir schon, ob es angekommen ist, ob es echt ist oder ob es bloß antrainiert und unecht ist. Und das Ziel, auch in unserer Gemeinde versuchen wir das umzusetzen, nicht nur bei den Rangers, ist, dass wir in unserem Charakter wachsen, immer weiter, egal wie alt du bist. Ja, dass wir da auf dem Wachstumspfad bleiben, und zwar Jesus ähnlicher zu werden. Das ist eigentlich so der Grundgedanke des Royal Ranger Lebens. Auch die ganzen Regeln, die wir haben, die 8 Regeln, die sind jetzt auch nicht so kompliziert, aber immerhin sind 8 Regeln. Aber ich bin froh, dass die nochmal im Rangerversprechen und auch von Jesus reduziert werden auf das. Und dann natürlich noch, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Sagt Jesus selber, da ist das ganze Gesetz drin. Also eigentlich ist es nicht so kompliziert. Warum machen wir es dann komplizierter, als es ist? Das ist meine Rede für euch. Bleibt schlicht und nachvollziehbar, klar und zielorientiert. Ein Pfeil hat nämlich auch ein Ziel, wo er hin soll. Der Gründer der Pfadfinderbewegung an sich heißt der Sir Robert Baden-Powell. Große Geschichte, das weiß jeder Pfadfinder. Und ein Spruch von ihm, den bringe ich mal ziemlich wörtlich: Seid zufrieden mit dem, was euch gegeben ist, und macht den bestmöglichen Gebrauch davon. Das ist ein Zitat von Ben Paul. Der war auch Christ. Also er hat auch einiges über Jesus geredet, dass Jesus ein Vorbild ist für uns und die Bibel den Pfadfinder begleiten soll. Das ist schon mal nicht schlecht. Seid zufrieden mit dem, was euch gegeben ist. Ja, zufrieden und dankbar. Ja? Das Material, was wir haben, das nehmen wir. Das ist Pfadfinder-typisch. Ja? Wir nehmen die Leute, wie sie sind. Wie Adenauer sagte, nehmt sie, wie sie sind. Es gibt keine anderen. Ja? So ist es. In der Gemeinde, überall. Wir haben unsere Macken und Ecken. Und als Ranger, wir setzen unser Vertrauen in die Leute, die zu uns kommen. Wir nehmen sie, aber wir lassen sie nicht so gehen. Sie werden verändert und wir glauben, dass wir gemeinsam durch das Zusammenleben, ja, mit uns und mit Jesus als unseren gemeinsamen Begleiter, dass wir dann auch diese Veränderung erfahren, dass wir in die Lage versetzt werden, wie ein Pfeil auch dann auf den Weg geschickt zu werden und das Ziel zu treffen. Was ist denn das Ziel? Dass wir gemeinsam wie Jesus werden wollen, das haben wir kapiert und verstanden. Und irgendwo haben wir aber auch eine Botschaft zu transportieren. Und die Botschaft, die wir transportieren, ist klar im Wort Gottes, in dem, was Gott darstellt, uns gegeben. Sie ist sehr einfach und sie ergibt sich aus den 3 Pfeilen, den 3 Pfeilen, mit den 16 Zacken, die 3 Farben darstellen. 3 und 16, du wirst schon wissen, was es ist. Das ist die Bibelstelle Johannes 3, Vers 16. Könnt ihr euch gut merken. Johannes 3, Vers 16. Da ist so ein bisschen für mich, ich mache auch Bibelunterricht in unserer Gemeinde und ich sage immer, Leute, das ist das Wichtigste, dass wir das für uns selber begreifen und auch in unserem Dienst umsetzen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gegeben hat, damit alle, die an den glauben, an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, die an seinen Namen glauben. Das muss man auswendig können, diesen Vers. Eigentlich jeder Rangerleiter auf dem NDC muss das auswendig lernen.
noch ein paar Verse andere, die wichtig für uns sind. Und das ist der einfache Punkt, ja, dass Menschen, die zu uns kommen, lernen, ich werde geliebt, dass sie es begreifen, dass wir es ihnen vermitteln können, hey, du bist cool, ich mag dich, ja, du kannst zu uns kommen, wie du bist, ja, jeder kann da kommen, der Dicke, der Dünne, der Kleine, die Große, schön oder nicht so schön, was ist schon schön. Ja. Der Pfeil ist schlicht und nachvollziehbar, aber ich will mal so sagen, da gibt es eine andere Seite, wo wir vom Pferd runterfallen können. Wenn wir jetzt alles ganz schlicht und einfach machen, gibt es auch die Gefahr, dass wir vielleicht langweilig werden, ja, oder zu einfach werden. Da gibt es auch eine Grenze. Ja. Zu einfach sollen wir nicht werden. Wir sollten die Elemente, die uns gegeben sind, hochhalten. Und wir sollen auch, wie es auch Baden-Powell gesagt hat, mit dem Wenigen, was uns gegeben ist, oder mit dem, was uns gegeben ist, zufrieden sein, aber Punkt 2, es nicht liegen lassen, sondern damit das Beste draus machen. Und das habe ich auch in den vielen Ausbildungen, die wir mit den Rangers gemacht haben. Übrigens, das muss ich geschwind einschieben. Darf ich geschwind einschieben? Nee, nachher finde ich den Rückweg nicht. ja. Meine zwei von meinen Kindern waren jetzt gerade eben auf einem Royal Ranger Ausbildungscamp NTC mit Julian und Claudia Kirschner und auch noch meine Tesi, die ist 20, die war mit einer Eileen. Ist sie hier? Eileen, bist du da? Ja, da hinten Eileen, da habe ich mich gestern lang unterhalten, zusammen im Team. Mich hat es so gefreut, ja? Da investiert man in, ja, im weitesten Feld, dass neue Stammposten entstehen können. Da kommt ein Julian Kirschner ins Spiel, auch ein Markus, aber jetzt im Moment geht es mal um Julian und Claudia. Und die bilden meine eigenen Kinder nach genau 25 Jahren aus, dass die These jetzt, die ist sogar schon in Madagaskar gewesen, beim Rangerstamm Nosy Be, halbes Jahr lang. Also ich bin so begeistert. Und dass jetzt gerade von eurer Gemeinde Leute das Camp geleitet haben, wo meine Kinder ausgebildet wurden, das hat mich auch sehr berührt. Ja, dass man investiert und man kriegt wieder zurück. Also das ist irgendwie ein Kreislauf der Liebe, des Wachstums, des sich Investierens und auch des Erntens. Das ist schön. So, jetzt müsste ich wieder den Rückweg finden. Ist egal, ist ein bisschen schwierig, dann mache ich einfach mal da weiter. Der Pfeil, ja, das kann ich mir leisten, ist egal. ganz so ein, ja doch, ich weiß schon, wir sollen nicht von anderen Seite des Pferds runterfallen, wir sollen das Beste draus machen, hat Baden-Powell gesagt. Ja, genau. So einfach ist nämlich der Pfeil gar nicht. Er sieht ganz einfach aus, ja, aber er ist nicht primitiv. Das ist der Unterschied. Schlicht, nachvollziehbar, klar, muss nicht heißen, primitiv, gutes Essen, sagen wir, ein leckeres Steak, ja, abgehangenes, und eine Kartoffel mit bisschen Rahm. Das ist ein einfaches, klares Essen, solche Essen liebe ich. Schönes Steak, Kartoffel, bisschen Rahmsoße, ist klar, liebe sie, aber es ist nicht primitiv, es ist lecker. Na gut, der Pfeil muss ja auch irgendwas erjagen. Also er ist nicht primitiv, der Pfeil, und auch unsere Arbeit soll nicht primitiv sein. Wenn wir zum Beispiel auf dem Camp einen Tisch bauen, dann können wir normale Hölzer verwenden, Sägen, die können auch krumm sein, das ist kein Problem. Aber wir machen sie so gut, wie es können. Mit dem Mittel, was uns in diesem Fall kostenlos gegeben ist, irgendwelche Stämme, die wir da finden oder absägen im Wald. Und dann machen wir die zusammen mit Schnur und bauen das. Aber dann kann der Tisch vernachlässigt gebaut werden oder liebevoll gebaut werden. Das ist ein Unterschied. Und das ist auch in unserer Arbeit ein Unterschied. Wir machen es einfach und schlicht, aber mit Liebe. Ja. Wir investieren, was wir können, mit dem, was wir haben. Und dann wird eben der Tisch sauber abgehobelt. Das kann man machen mit einem Fadenmesser. Dann wird vielleicht etwas draufgestellt mit einer frisch gesammelten Blume, wird schön dekoriert.
Das ist Pfadfindertum, echtes. Also das Beste draus machen aus den einfachen Mitteln, die wir haben. Versteht ihr es? Es ist nicht kompliziert, aber es erfordert Hingabe und unsere Investition, dass wir es mit Liebe betreiben. Das will ich euch auch zusprechen. Macht es einfach, klar, schlicht nachvollziehbar und trotzdem mit dem Herzblut eurer Liebe, damit etwas Schönes entsteht. Zum Zweiten ist eigentlich durchaus auch etwas Schönes. Ja. Schau, schlichte Sachen sind auch irgendwo schön. Und er hat jetzt, ich habe extra Pfeile gekauft mit Original-Truthahn-Befederung. Und die Truthahnfedern wurden weiß gebleicht und dann erst eingefärbt, damit das Gelb richtig brillant rauskommt. Es gibt auch andere, die werden nicht vorher gebleicht. Die sind nicht ganz so schön. Die sind besonders schön. Und sind jetzt hier mit einem Draht umwickelt. Und der Draht, Geheimnis, ist knotenlos verfugt. Hätte er einen Knoten, dann ist er schon nicht mehr ganz austariert. Dann tendiert er schon nach links oder rechts. Und habt ihr gewusst, dass so ein Pfeil, wenn er unterwegs ist, schwingt? Er kommt in Schwingungen. Und da gibt es einen Spline, man kann den Pfeil bestellen mit Spline sowieso, sowieso. Und das bezeichnet praktisch, ja, wie er schwingt und die Steifigkeit. Und dann gibt es den FOC-Punkt, also die Schwerpunktverlagerung von der Mitte. Die muss 10-16% sein, dass er optimal ist. Und natürlich, je dünner er ist, desto weiter fliegt er. Und die Spitze, es muss alles perfekt zusammenpassen. Also es ist schlicht und einfach, aber nicht primitiv. So ein Ding. Und dann gibt es x-erlei Schnittformen für die Truthahnfedern. Dieser hier hat die sogenannte Shield-Form. Und hinten der Nock, die Kerbe, der ist natürlich stabilisiert, damit sich der Pfeil nicht, wie ein früherer, wenn wir Kinder waren, haben wir halt einen Haselnussstecken genommen und haben hinten eingekerbt. Das hält nicht lang. Der wird durch die Kraft der Sehnenspannung hinten gespalten. Der hier wird nicht gespalten, weil er ist stabilisiert durch diese knotenlose Verwindung, die verklebt ist. Also es ist nicht ganz so primitiv. Und wie gesagt, die nordische Kiefer, ganz gerade, weil langsam gewachsen, auch noch ein kleiner Punkt, hat mir meine Frau heute Morgen am Telefon mitgegeben. Mensch, bringt es noch ein. Die denkt auch mit für euch. Ja? Manche Dinge müssen auch wachsen, versteht ihr? Wir dürfen nicht unter so Stressfaktor kommen. Das ist auch etwas, was ich euch mitgeben möchte. Seid ihr so relativ schnell dynamisch gewachsen auf, weiß ich nicht, über 200 Leute, wenn man die leider mitrechnet, vielleicht schon 250. Aber setzt euch nicht unter Druck, dass es jetzt in dieser Geschwindigkeit so weitergehen muss. Ich glaube, das wäre nicht gesund. Ich habe jetzt auch 10 Jahre pausiert als Ranger. Ich glaube, ich will mich jetzt nicht mit Mose vergleichen, aber der noch viel länger pausiert. Und es muss auch Zeiten geben, das Holz hat, diese nordische Kiefer wächst besonders langsam, deswegen ist der Pfeil aus dieser Kiefer. Ja, da ist kälter, die wächst langsam. Und das Holz ist dann besser. Und auch wir als Stamm, als Mitarbeiter, wir brauchen auch mal eine Phase, wo wir vielleicht mal nicht wachsen. Ja, ist bei jeder Pflanze so, braucht Ruhephasen. Also, es kann auch, nehmt es gelassen hin, wenn es jetzt mal nicht so weitergeht. Wir sind keine Sklaven von irgendwelchen Kurven, die da digital fortgeführt werden. Ja? Seht entspannt, wenn es auch mal rückwärts geht. Unser Stamm ist auch rauf und runter gegangen. Jetzt hat er zurzeit wieder auch fast 200 Leute, obwohl wir eine dreimal kleinere Gemeinde wie ihr seid. Ist cool, wenn wir das hochrechnen, wird es ja 600 bei eurer Gemeindegröße. Nee, aber wir sind auch rauf und runter gegangen. Wir haben immer gesagt, lass uns entspannt sein. Wir wollen Jesus nachfolgen und das geht. Kann auch mal eine Ruhephase dabei sein, dass die Wurzeln wachsen können und wir wieder Nachschub bekommen von unten. Ja. Arg viel mehr habe ich gar nicht zu sagen, aber noch. Der Pfeil wird ja von einem Bogenschütze bedient. Ja? Ich bin jetzt gespannt, den Bogen habe ich jetzt keinen mitgebracht. Vielleicht habt ihr einen auf den Bildern, haben wir gesehen. Und der hat dann auch ein Ziel. Und ich würde es mal so, habe ich das interpretiert, der Bogenschütze, Gott, der uns gemacht hat, der gibt uns die Kraft, der Heilige Geist ist die Kraft, der Spannung gibt und dann auf den Weg schickt.
Und dann, manche Pfeile haben noch leichte Rotationsbefiederung, sodass der Pfeil sogar während der Fahrt sich durch die Rotation stabilisiert. Das hast du auch nicht gewusst. Gell? Pfeil kommt in Rotation, Schwingung, Rotation, trifft trotzdem das Ziel. Aber es kommt natürlich nicht bloß auf den Pfeil an, sondern auch, dass der Bogenschütze ja, gut zielt. Ja. Und es gibt ein Ziel für unser Leben und auch für uns als Stamm. Diese dreifache Zielsetzung wurde auch vorher, glaube ich, schon erwähnt von jemandem. Die hätte ich jetzt nochmal erwähnt, ist nicht schlimm. Jesus, die Kinder zu Jesus bringen, sie bei Jesus halten und sie dienstbereit machen. Das ist die dreifache Zielsetzung. Und das ist, was Jesus mit uns vorhat, wenn wir uns von ihm berufen lassen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir seine Jünger werden. Also es gibt da ein ganz klares Ziel und wir werden auf dieses Ziel ausgerichtet. Wir sollen uns auf dieses Ziel wie ein williger Pfeil ausrichten lassen. Und dann lassen wir uns auf den Weg bringen, dass wir die Liebe Gottes in die Herzen der Menschen, die uns begegnen, zu denen wir gesandt werden, bringen können. Vorher war sogar einmal das drin, Love never fails, haben wir gesungen. Die Liebe trifft immer. Versteht ihr? Das hat mich auch zu dem Pfeil dann erinnert. Love never fails. Die Liebe Gottes erreicht ihr Ziel, wenn wir uns als willigen Pfeil, die klar ausgerichtet sind, nicht widersprüchlich sind, ja, keine krummen Wege machen, keine zu vielen Kompromisse machen mit unserem Leben. Wenn wir uns klar ausrichten nach dem Gebot Gottes, dann sind wir Pfeile, die Jesus verschickt, damit die Liebe Gottes ihr Ziel, die Herzen der Menschen, mit denen wir zusammenkommen, erreichen. Gott segne euch. Diese Pfeile überreiche ich jetzt dir, Markus, stellvertretend für den Stamm und sie mögen in Erinnerung bleiben. Vielen, vielen herzlichen Dank.